Hallo, ihr Quirlinge. In dieser Episode von Elex 2 gibt es dank Nesti wieder ordentlich auf die Schnauze, aber anschließend bei einer sehr, sehr großen Off-Cam-Erkundungstour jede Menge nennenswerter Funde. Darunter zwei einzigartige, zweihändige Nahkampfwaffen, ein weiteres Banditenlager und das lange schon von mir gesuchte Rezept für einen Gaunertrank. Und wir gehen auch noch nach Marakor. Los geht's! Okay, geht schon. Ja, geht schon. Geht schon los. Wir gucken mal in die Bastion, was Nyra und Nesti so treiben, ob es da irgendwelche neuen Aufgaben gibt von den Ladies. Nesti steht da unten. Und da ist Nyra. Aber, ja, ich denke, da hätten wir eine neue Gesprächsoption gehabt, wenn da was gewesen wäre. Wie sieht's hier aus? Hey, hör mal, ich denke, es ist wieder soweit. Aha. Wen werden wir denn jetzt wieder verärgern? Willst du dich nicht mal mit Kaya unterhalten? Immerhin ist sie ebenfalls ein Oberhaupt ihrer Gilde. Nee, die Berserker nehme ich mir ein anderes Mal vor. Wir gehen zuerst zu den Alps. Ich will mit Alexitor Ekrom sprechen und du wirst mich begleiten. Kannst du das nicht alleine machen? Willst du etwa riskieren, dass ich die Alps gegen dich aufhetze? Das Ergebnis bei den anderen Oberhäuptern war bisher auch nicht viel besser. Komm, hör auf zu labern und bring mich zu Ekrom. Soviel ich weiß, ist er vornehmlich allein in den Ruinen von Ignadon unterwegs. Das klingt nicht besonders präzise. Egal, wir werden ihn schon finden. Ach, Audienz bei den Alps, na gut. Ja, ich weiß. Hier, komm. Komm, Nesti, sei nicht eingeschnappt. Sei zweigeschnappt. Gut. Dann, ja, ich weiß ja ungefähr, wo Ekrom langstromert. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal, ob wir ihn finden. Wir warten hier durch Dreck längst verstorbener Leute. Auch schön. Sind die Kerle in Ignadon auch so wie damals im Eispalast? Die Alps haben viele federn lassen müssen nach ihrem Krieg gegen die freien Menschen. Sie haben eine Menge dazugelernt. Mhm. Kann trotzdem nicht schaden, diese Quest mal zu markieren. Vielleicht sehen wir dann ja Ekrom. Ah, der ist gerade dahin. Ah, gut. Was kriegen wir hin? Oh. Wo diese Kamikaze-Drohnen herkommen, frage ich mich. Wer baut die? Da ist Ekrom. Nesti, mach hin. Wir sind gleich da. Eine Sache noch. Also... Das hier ist Nesti. Sie ist... wie ich sehe, ist sie eine Vertreterin der Morkons, richtig? Und wie ich sehe, bist du eine dieser Kalkleisten, die sich für was Besseres hält und unsere Länder tyrannisiert. Oh Mann. Ey, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. So dicke Lippe riskiert. Ich muss weitermachen. Ey, Nesti, wirklich, weißt du. Nesti, hau ihn um, der ist das. Fast down.
Nesti, was ist mit dem los hier? Ja, echt. Wenn die Alps so schlau sind, warum hauen sie da nicht ab? Sie sitzen auf einem Pulverfass in Ignadon. Nicht alle Alps sind dazu bereit. Sie wollen ihr neu erobertes Territorium nicht einfach wieder aufgeben. Granaten! Auf der 8. Ne, 8. Das macht ja gar keinen Schaden. Das Scheißvieh sucht Ärger. Das kann man ja echt vergessen. Es gibt zwar noch einen Perk, glaube ich, der mir mehr Schaden durch Granaten gibt. Ja, toll. Oh je. Trink. Weg. Meine Fresse, Jax. Da will jemand Ärger. Also diese Drohnen in den Fernkampf zu bringen, das war eine ziemlich blöde Idee. Das bereust du. Jetzt muss ich echt nachladen. Wie gut, dass die irgendwie Sand im Getriebe hatte. Da will jemand Ärger. Wie fühlt sich das an, nicht mehr die Nummer 1 der Alps zu sein? Ich musste schmerzlich feststellen, dass ich nie wirklich Herr der Lage am Hofe des Eispalastes war. Seitdem hat sich ein wenig geändert. Das muss ja nicht so bleiben. Nesti! Hör auf zu laden! Hörst du mal auf zu laden! Boah! Man stellt sich vor, ich hätte diese Wahnsinnswumme nicht, mit der ich hier rumballern kann. Okay, also Elkrom hat das alles nicht so gut aufgenommen. Kannst du nicht verdenken. Jetzt wechseln wir mal die Brille, dass wir dieses Viehzeug besser sehen. Hier. Ich frage mich, warum es... Ja, vielleicht ist es ja so, aber wenn, dann wüsste ich nichts davon. Ich wundere mich, dass es keine Questreihe gibt, wo man irgendwen finden muss, irgendeinen Einsiedler auf der letzten Klippe und ihm Unmengen an Ressourcen bringen muss, dafür, dass er einem die Brillen zusammenschaltet. Das wäre doch total naheliegend, dass man dann eine Brille hat, die eben einem alles anzeigt. Das wäre spieltechnisch total einfach, das zu machen, weil die einzelnen Brillen gibt es ja. Das zusammenzumachen, das kann ja nicht so schwierig sein, technisch. Und es hätte was für die Story. Man würde Inhalt herbeiführen fürs Spiel. 1, 2, 3. Irgendwie fehlt da einer, oder? Naja, da fehlt halt einer. Und man muss das ja nicht machen. Ne? Ist ja kein Zwang. Ach komm, lass es einfach, okay? Ich will es nicht hören. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Hat dich jemand aus der Grotte rekrutiert, die Oberhäupter anderer Gilden zu testen? Natürlich nicht. Die wissen überhaupt nichts davon. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Aber was beabsichtigst du dann mit diesem Unsinn? Dass du die Beziehungen der Gilden untereinander verbessern willst, kaufe ich dir nicht mehr ab. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dein Job ist es, dass du mir diese Audienzen ermöglichst. Der Rest ist meine Sache. Nesti, wenn der Rest deine Sache ist, dann machst du deine Sache ab demnächst mal alleine. Verstanden?
Dieses Spiel können auch zwei spielen. Du gehst mal langsam richtig auf den Sack, Nesti. Boah. Du kannst deinen Scheiß alleine weitermachen. Ich bin raus. Ach, komm schon, du Pfeife. Ich werde lediglich noch einen letzten Versuch starten. Und zwar bei den Berserkern in Tavar. Dazu brauche ich allerdings noch eine Weile. Wenn ich bereit bin, werde ich es dir sagen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mich unterstützen willst oder eben nicht. Na, großartig. So, und jetzt lass uns weitermachen. Ich brauche noch mehr Kampftraining. Mhm. Pfeif ab. Echt. Ich kann von Glück reden, dass die letzten Ausreiter die Berserker sind, weil da checkst du gar ein bisschen Spaß dran, die so herauszufordern und zu ärgern. Mal gucken, wie Red reagiert. Das mit Ekrom war ja jetzt echt so nützlich wie ein Kropf. Mal gucken, ob wir das irgendwie wieder eingefangen kriegen. Oh, es ist eine tolle Ecke hier, in die ich mich manövriert habe. Weißt du was? Hier, komm. Wir haben es doch. Tja, oh, ey, dieser Baum. Jeder Baum steht mir gerade im Weg. Die Bäume sind auf Nestis Seite. Wo bin ich eigentlich? Also, wer war hier irgendwo unterwegs zuletzt? Gucken wir mal, ob wir ihn finden. Weil im Augenblick sind ja die Alps ganz oben auf meiner Fraktionswahlliste. Und da kam das gerade ein bisschen ungünstig. Ich hätte ja erwartet, das muss ich Nesti allerdings zugestehen. Da ist er. Ich hätte ja erwartet, dass er hier etwas größer reagiert als wie er reagiert hat. Du wirst mir hoffentlich nicht noch einmal diese Frau vor die Nase setzen. Das hast du mir ja nun unmissverständlich klar gemacht. Vielen Dank auch für das kleine Intermezzo mit deinen Robots am Ende der Straße. Ja, zugegeben. Ich hätte vielleicht weniger impulsiv reagieren sollen. Genau. Aber ich weiß, Nesti kann einen schon zur Weißglut bringen. Sogar einen Alexitor. Nun, dann reden wir besser nicht mehr davon. Kalkleister. Okay, also das dauert da wieder einen Tag. Ja, und das ist mein Stichwort, denn ich werde den Rest des Ingame-Tages jetzt damit beschäftigt sein, hier oben große Teile der restlichen Spielwelt zu erkunden. Mit anderen Worten, das hier, das alles, wo ich mit der Maus drüber rotiere. Den großen Fabrikkomplex hier spare ich natürlich aus. Den gab es schon in Ignadon. Wir sind auch in Ignadon, genau. Damals konnte man da auch reingehen. Da war so eine Höhle im... Nee, da konnte man nicht rein, aber da war was. Egal. Den hier natürlich auch, den spare ich auch aus. Alles andere, was ich mir noch nicht angeschaut habe, möchte ich mir gerne anschauen. Und das mache ich den ganzen restlichen Ingame-Tag und die folgende Ingame-Nacht hindurch. Und am nächsten Morgen wäre Nesti ja wieder so weit, dass sie irgendwas will. Und dann muss ich sehen, wie weit ich gekommen bin, was wir dann an Erkundung bzw. an Nesti-Quest noch einschieben können. Aber das seht ihr dann gleich. Und da bin ich fertig mit meiner Off-Cam-Erkundung. Der nächste Ingame-Tag fängt gerade an. Ich habe mir eine riesengroße Fläche angeschaut. Ich kann leider nicht weiter rauszoomen. Also, bis hier unten, so in die Ecke waren wir schon mal. Ich habe mir das alles angeschaut hier, bis an die Ruine heran. Die Ruine ausgespart, die Ruine ausgespart. Dann hier oben weiter das Ganze und dann hier noch den ganzen Schlenker. Und überall, wo ihr ein Sternsymbol seht, habe ich was gefunden, was wir uns gemeinsam anschauen wollen. Texte, Audiologs, besondere Funde, einzigartige Waffenrezepte, dergleichen mehr. Und hier habe ich sogar ein ganzes Banditenlager entdeckt und das machen wir auch gemeinsam. Jetzt wird's abgerechnet. Oh.
Uiuiui. Wow, wie triffst du mich denn? Trink. Manchmal frage ich mich echt, warum er keinen Schaden kriegt. Ich schieße mit Schrot, immerhin. Aber wir kriegen das in den Griff. Au, 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 au. Der hat mich ja voll erwischt. Trink! Geh weg, Kinder, Kinder, geh zur Seite! Ich mache hier Handstand auf der Tastatur! Dieser Fleischer, der haut dich in Stücke. Danke, Crony. Der Schuss zum Beispiel gerade eben, also der vorletzte, hätte eigentlich sitzen müssen, meiner Ansicht nach. Naja. Ich wusste schon, warum ich euch das nicht vorenthalten wollte. Jetzt mal schauen, ob wir irgendwas dabei haben, was wichtig wäre. Oder auch nur interessant. Einen Anführer habe ich jetzt nicht ausmachen können. Ey, so weit weg von allen. Oh, da ist ja noch einer. Pass auf! Crony, halt sie hin. Es gab übrigens den nächsten Level-Up zwischendrin, weil ich eine ganze Menge Eisgiganten und Zyklopen auch im Gebiet drin hatte. Und natürlich Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Ja, schön, dass du dich zu Wort meldest. Natürlich auch unzählige kleinere Viecher und das läppert sich. Oh. Oh je. Mit Raketenwerfern spielt man nicht. Wow. Okay, was gibt's hier jetzt Schönes einzusammeln? Jede Menge Schrott, ein Mikroskop. Damit konnten sie nichts anfangen, was mich wenig überrascht. Ja, ist doch ein größeres Lager. Vielleicht gibt es sogar noch Truhen oder Safes. Naja, eine Truhe immerhin. Die Errungenschaft für Schlossknackermeister habe ich jetzt auch mittlerweile bekommen, off-cam. Kleiner gelber Stein, schön. An Stein habe ich recht viel gefunden. Zwei kleine rote Steine, einen kleinen blauen und einen kleinen weißen habe ich hier überall in den verschiedenen Ecken dann einsammeln können. Aber irgendwas ganz Besonderes haben wir hier bisher nicht. Vielleicht ja hier. Ah ja, eine Banditennachricht.
Wir haben den Auftrag bekommen, das Weltenherz in der Nähe des Depots zu zerstören. Was für eine dämliche Anordnung. Durch das Plattmachen dieses blöden Dings kriegen wir auch nichts zu fressen. Splitter schon gar nicht. Und dann ist es auch noch arschkalt. Und dann der nächste Eintrag. Der erste Angriff war ein Reinfall. Das Ding gab es dort gar nicht. Stattdessen war eine Horde Monster vor Ort. Zwei von meinen Jungs wurden von den Biestern glatt geröstet. Sich zum Kühlen mit Schnee einzureiben hat nichts gebracht. Sah einfach nur scheiße aus. Jetzt warten wir auf Verstärkung, aber die Saftsäcke lassen wie immer auf sich warten. Mir sterben schon die Füße ab. Hätten wir auch eher drauf kommen können, dass es in der Eiswüste kein Weltenherz gibt. Das hat mich auch gerade gewundert. Denn das hätten wir wohl gesehen. Zumal sie auch hätten drauf kommen können, dass die Weltenherzen der Berserker in aller Regel, also ich kenne keine Ausnahme dieser Regel, auch alle irgendwie zusammenhängend stehen. Also, das ist jetzt keine ungeweltenherzte Umgebung zwischen den Weltenherzen gibt. Aber solche weiterführenden Gedanken haben sich die Banditen nie gemacht, wiewohl sie die Zeit dafür gehabt hätten. Sprühkäse, toll. So. Also, es leuchtet nichts mehr. Und deswegen denke ich, dass da auch nichts mehr zu holen ist. Bis auf die Banditennachricht war hier nichts Besonderes. Aber ich zeige euch gleich was Besonderes. Und zwar ganz besondere Dinge zeige ich euch gleich. Wir gehen aber erstmal zum nächsten Stern. Au! Ich will doch nur checken. Das ist echt die einzige Mine hier weit und breit. Na, ich finde schon noch eine, ganz bestimmt. Oh, ach ja, richtig. Da wollte ich auch hin, deswegen liegt da ja auch noch was. Hier ist so eine kleine Hütte und da habe ich ein Tonband gefunden, ein Audiolog. Und es glücklicherweise rechtzeitig bemerkt und deswegen nicht angeklickt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Mein Mann ist vor ein paar Tagen losgegangen, um Zigaretten zu holen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mir ernsthaft Sorgen um ihn mache. Ich hätte das nach den ersten 24 Stunden schon melden müssen. Nicht, dass jemand denkt, dass ich etwas mit seinem Verschwinden zu tun habe. Ich habe schon so viele Geschichten gehört. Ehemänner verschwinden plötzlich. Einfach so. Was sage ich jetzt bloß der Polizei? Soll ich ihnen überhaupt etwas sagen? Freunde von uns fragen auch schon nach ihm. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Polizei und so, das klingt ja nach präapokalyptisch. Also insofern, komische Sache. Entweder hat sie ihn genervt und er hatte nicht die Eier, sich von ihr zu trennen. Oder Infinite Skies brauchte neues Genmaterial. Wie dem auch sei. Die beiden hier haben wir abgehakt. Die beiden Sterne. Der nächste Stern ist hier vorn und hat es in sich. Das ist nämlich eine einzigartige Waffe und die kann man leicht übersehen, aber das Gewirsche Adlerauge, wenn es im Suchmodus ist, dem entgeht nicht, dass auf dieser Felsnadel hier oben was liegt. Nämlich eine offensichtlich einzigartige Waffe namens Dampfhammer. Da gefunden, in einem Lavasee, auf einer Felsnadel. Ist natürlich eine Nahkampfwaffe, das überrascht jetzt hoffentlich niemanden. Und... Nein, ja doch, ist eine Nahkampfwaffe, aber zwei Händer, kein Einhänder. Ordentliches Ding, leider nicht sockelbar. Ah doch, sockelbar, aber meine Güte. Lalalala, ganz ruhig. Eine Zweihandwaffe, Nahkampfwaffe, sockelbar. Damit nichts für mich, schweineteuer. Und liegt super in der Hand. Das wollte ich auch noch erwähnen. Das nächste, was ich hier entdeckt habe, ist da offensichtlich irgendwas.
In dieser Hütte ist wohl etwas gewesen. Wahrscheinlich auch wieder irgendein Dokument. Oder auch zwei. Ah ja. Ein Bild von einem Bären. Er hat ein Feuerzeug in der Hand. Was ist das? Das macht mir Angst. Was zeichnet dieses Kind? Bilder des braunen Tierchens. Wie gut, dass ich... Also, dass andere es auch nicht so genau wussten. So, das geht mal weg. Banditennachricht 3 war das Wort übrigens. Erklärung. Es war definitiv nicht die feine Art, wie ich mich aus dem Staub gemacht habe. Aber anders wusste ich mir nicht zu helfen. Keine Eier. Endlich kann ich wieder atmen und mein Leben neu sortieren. Ohne Eier. Die ständigen Kontrollen habe ich einfach nicht mehr ertragen. Wenn ich das Haus betreten oder verlassen habe, musste ich mich in eine Liste eintragen. Das ist doch krank. Ich habe Julia gesagt, dass ich Zigaretten hole. Da sie in der Badewanne lag, konnte sie mir nicht schnell genug folgen. Bitte kümmere dich um sie. Du bist ihr Bruder. Vielleicht schaffst du es, sie zur Vernunft zu bringen. Sie braucht dringend Hilfe. Was soll ich dazu sagen? So, die beiden weg. Also, wie schon gesagt, aber doppelt hält besser. Diese Ruine habe ich mir nicht angeschaut. Das ist aber die Ruine, in der wir schon mal drin waren. Da haben wir auch schon ein Kartenstück rausgenommen. Das ist das eine Questareal, wo wir mit Fox waren. Das ganze große Ding bin ich umgangen. Habe ich umgangen. Habe ich also nicht mir angeschaut. Das ist zu tun. Hier oben ist übrigens ein großer Vulkan, aus dem speist sich hier die Lava. Unter anderem zumindest aus ihm. Da kommt man entsprechend auch nicht weit hoch. Und diese vier Fundorte, die müssen wir uns noch näher anschauen. Da geht's mal... Wo bin ich jetzt? Das ist alles viel zu weit weg. Ja? Das ist ein bisschen näher. Und dann mal so in diese Richtung. Uiuiui, ja, das nehmen wir aber mit. Ist garantiert nachgewachsen. Das hat da noch nicht gestanden vorhin. Auf Cam. Ey, Bäume. Braucht kein Mensch. Piep, piep, piep. Bremsraketen! Oder auch auf die Knochen. Ist auch okay. Ah ja. Hier so eine Art... Naja, Bauernhof ist zu viel gesagt, aber nennen wir es mal so. Habe ich zwei seltsame Sachen gefunden. Nämlich erstens keine Tür. Wo ist diese scheiß Tür? Hier. Also, da hängen Truhenschlüssel. Ich habe auch eine Truhe hier in der Nähe gefunden, aber das war eine leichte Truhe. Die habe ich geknackt im Vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob ich die Schlüssel brauche, aber vielleicht macht ja dieser ordentlich geschriebene Brief... für irgendwie ein bisschen Licht an. Konsequenzen. Durch die Scheißkälte wächst nichts mehr auf meinen Feldern. Je näher die Alps mit ihrem Elex kommen, desto schlimmer wird es. Vor ein paar Wochen war ich in Tavar, um dort einige Lieferungen abzugeben. Die Gebiete sind viel fruchtbarer. Durch das Mana im Boden erholen sich die Pflanzen und wachsen doppelt so schnell. Dies ist meine letzte Chance, wieder auf die Beine zu kommen. Die Bodenverhältnisse in Ignadon sind katastrophal. Die Kartoffeln sehen so aus, als hätte da schon jemand drauf rumgekaut. Das kauft doch niemand. Ich habe meine Sachen gepackt und werde mich zeitnah auf den Weg machen. Da ich nicht so viel schleppen kann, habe ich den Rest in meine Truhe gelegt. Nimm dir die Sachen, bevor sie schlecht werden. Ja. Ich nehme auch diesen Truhenschlüssel und die Truhe, zu der ich glaube, dass dieser Schlüssel gehört, aber ich kann es nicht mehr nachweisen, weil die Truhe schon längst offen ist. Die war hier hinten. Also, es ist eine Berserker-Style-Truhe. Das passt ein bisschen ins Bild. Das scheint ja auch so eine Art Berserker- oder Berserker-Dunstkreisbauer gewesen zu sein. Da war jetzt, glaube ich, nichts Besonderes drin. Insofern haben wir das auch.
Und das kann weg. Jetzt geht's mal weiter nach Norden, an die Stelle. Da oben, richtig. Da war ein Alp-Camp. Hier lagen ein paar tote Alps herum. Und sie hatten hier einen Report auf einem Tablet. Bericht 478956. Wir erhalten erst wieder die Erlaubnis, in das Depot zurückzukehren, wenn das feindliche Lager geräumt wurde. Der Spähtrupp berichtete von einer Gruppe Kleriker in unmittelbarer Nähe. Danach Daten gelöscht und dann... Da hat wohl jemand vergessen, seine Elex-Fraktion zu nehmen. Anders kann ich mir die Verwechslung nicht erklären. Es waren Morkons. Sie kommen nicht ohne Grund aus ihrem Loch gekrochen. Diese Narren müssen vernichtet werden, bevor sie ihre Pläne umsetzen können. Was sind denn ihre Pläne? Sie haben keine Pläne. Naja. Gut, weiter zur nächsten einzigartigen Waffe. Und die ist nämlich da hinten. Hier auf diesem See gab es unter anderem einen Eisgiganten, aber auch der Henker, eine weitere Nahkampfwaffe. Einzigartige Art, dort ist sie. Also das natürlich nicht, aber hier, da wo ich gerade stehe. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle Verstärkung anzufordern. Erstens, wer soll uns hier hinterhalten? Zweitens, wer würde uns jemals verstärken? Drittens, ich habe was übersehen beim Einsammeln, schade. Nun gut. Da ist er, der Henker. Und der ist eine ebenfalls zweihändige Waffe. Oh, ebenfalls sockelbar. Warum können meine totalen Imba-Bögen nicht weiter gesockelt werden? Ne? Oder meine Imba-Schrotwumme. So, das wäre also dieses. Und dann habe ich hier noch unten noch was gefunden, richtig. Wahrscheinlich auch irgendein Dokument. Ah, nee. Da unten oder oben, je nachdem, wie man das sehen will, gab es nämlich... Au. Ein Rezept. Zwar gab es das hier drin. Da. Rezepttrank des Gauners. Das haben wir aber schon. Es ist nicht das letzte Rezept, was uns fehlt. Das ist ein bisschen verwunderlich. Und wo sind die Rezepte? Weiter unten, da. Eisenhaut. Krieger. Ne, doch, es ist das letzte, tatsächlich. Was rede ich da? Das letzte Rezept, was uns fehlt. Trank des Gauners. Rechne Potenzial der Verbesserung. Empfehle umgehendes Training. Okay, trainier schon. Klappe, wenn ich hier moderiere. Rezept Trank des Gauners. Sehr gut. Was brauchen wir denn dafür? Also, Scharfschütze braucht Zyklopenherz. Magier braucht Herz eines Behemoths. Ein Behemoth kennen wir noch gar nicht bisher. Herz eines Unholds geht in Richtung Stärke. Der Gauner braucht Herz eines Urtiers. Davon habe ich 15, hier von 16. Eisenhaut nur 8. Bergtroll. Gut, Bergtrolle gab es echt bisher auch wenige, das stimmt. Und Zyklopen gab es auch recht wenige bisher. Okay, so. Soweit die Fundstücke. Jetzt ist die Episode schon doch ein bisschen länger. Ich schlage vor, wir machen doch noch diese Ruine hier, gerade gemeinsam. Dann haben wir eine hinreichende Episodenlänge und dann können wir uns in der nächsten Episode das Ding vornehmen, weil das wird ein Weilchen dauern. Und dann hat Nesty noch die Chance, uns bei Red zu blamieren. Und dann habe ich soweit erstmal alles erkundet. Leider fehlen noch zwei Kartenstücke. Die können aber hier oben irgendwo sein, in Mararkor. Oder in irgendwelchen Truhen von irgendwelchen wichtigen Leuten.
wo ich bisher nicht reingeschaut habe. Gucken wir mal. Also das machen wir noch hier jetzt. Denn da haben wir ja auch schon einiges weggenommen. So wahnsinnig viel kann ja eigentlich gar nicht mehr sein. Aber meiner Erinnerung nach, haben wir eigentlich alles mitgenommen hier oder haben wir was liegen lassen? Es ist so lange her. Ich könnte mir fast vorstellen, wir haben alles mitgenommen. Ich glaube, das haben wir auch. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Ja, analysier mal. Hier ist nichts mehr übrig, richtig? Das hat der gierige Vergangenheitsgewehr alles schon eingesackt. Tatsächlich, dieser Sack. Sogar diese Truhe habe ich... Oh. Das hatte ich völlig vergessen, dass das hier so weit schon geplündert war. Ja, was dann? Steht ja nichts mehr an. Ich glaube, dann wird diese Episode halt ein bisschen kürzer. Oder wir machen noch... Ach komm, wir machen noch zwei, drei Häuser hier oben. Nur mal so gucken, wie es da so ist, ne? Maralkor. Da oben. Die drei Häuser. Die um meine Kartenmarkierung herumstehen. Wenn wir es überleben, und ich denke schon, dass das der Fall sein wird, dann können wir da noch ein bisschen was einstecken. Und uns ein Bild davon machen, was es hier so gibt in diesem Landstrich. Mit dem düsteren Licht. Ah ja, es sind drei größere Sachen. So, was könnte denn hier auf uns lauern? Hier hinten nichts. Dann also ab in diese Fabrikhalle. Niemand da. Unerwartet. Keine Safes, keine Truhen. Und hier waren wir garantiert noch nicht. Ah. Tresor. Vier ist größer als... 2 ist kleiner als 5, größer als 0. Geht doch. Hier war wohl mal ein Outlaw, sonst kommt ja kein Lebenssaft hier rein. Es gibt Geisterkinder. Toll. Das macht eine tolle Stimmung hier oben. Also, großes Gebäude, wenig Funde. Vor allen Dingen kein Kartenstück. Wo sind doch diese ranzigen beiden letzten Kartenstücke, ey? Ist hier irgendjemand? Es klappert hier so. Ach, das ist wieder die Schwester von Eleonore. Lalalala, es ist nur der Wind. Da hat gerade keiner gesprochen, auf keinen Fall. Was?
3 ist kleiner als 7, größer als 2, kleiner als 8. 3 ist kleiner als 9. Geht doch. Crony ist bei mir, der ist total rational, das finde ich gut. Er lässt sich nicht ins Boxhorn jagen von irgendeinem Windgesäusel. Er schießt, wenn es notwendig ist. Und hat alle Sensoren. Oh, mein Kopf. Ja, genau, toll. Verdammte Infektion. Und hat alle Sensoren in alle Richtungen ausgerichtet. Nur Schrott und Müll und sonst gar nichts. Enttäuschend. Machen wir die Bude ja auch noch mit. Da liegt eine rohe Ratte, warum auch immer. Wer hat denn hier geschlafen? Hörst du das, Crony? Sag mir, dass das nur der Wind ist. Und dass ich hier nicht von einem Geisterkind die Eisenbahn klaue. Sehr toll. Na gut. Also ja, ein paar Fundstücke gab es hier, aber nichts, was jetzt wirklich nochmal interessant oder wichtig gewesen wäre. Das eine Gebäude hier auf der Karte ist gar keins, das ist nämlich diese Struktur hier. Oh, na gut. Dann fall runter! Also in Mararko ist gar nichts los. Oh. Das war so eine Sky-End-Drohne. Ah, was hier durch die Gegend fliegt, das müssen gar nicht die Alps sein. Es können auch die Sky-End sein. Interessanter Gedanke nach 100 und x Episoden. Okay. Ja, damit ist dieser auch zu Ende. Was steht als nächstes an? Es steht nicht mehr viel an, bevor wir richtig in die Handlung reinstarten. Denn ich muss nur noch das hier mir angucken. Und mit Nesti, Klammer auf, und vielleicht Nyra, Klammer zu, eine weitere Quest machen. Und dann wär's das. Wenn die beiden aus irgendwelchen Gründen nicht wollen, dann machen wir in der nächsten Episode die Erkundung und mache hier in Mararko noch ein bisschen weiter. Da diese Häuser oder auch das gucken wir uns dann halt mal an. Wir werden schon alles weggeschossen kriegen. Und dann... Wer redet da? Dann geht's aber auf jeden Fall in Richtung der Fraktionswahl. Und mal gucken, ob die Alps Jax wiederhaben wollen. Ich denke schon. Er ist mittlerweile Level 42. Da kommt er kaum Ekrom mit. Das da oben interessiert mich aber noch. Toter Sky End. Palisaden. Lebenserhaltungsbedingungen im normalen Bereich. Offenbar nicht für Sky Ends. Ich war hier oben noch nie. Der ist nicht an meiner Schrotladung gestorben. Naja. Dafür werden irgendwelche Viecher, zwar Mutanten, hier in dieser Ruine
an meinen Schrotladungen sterben. Und zwar allesamt im nächsten Teil. Bis dahin.